Hallo und willkommen zu Hello Neighbor. Mein Name ist Felix und hinter Mond und Sonne versteckt sich hoffentlich größte Wonne. So, und weiter geht's. Wie haben wir das Rätsel mit der Mondtür gelöst? Wir haben einfach nachts einen Stuhl reingestellt in die Tür. Und dann blieb die Tür offen. Und jetzt können wir wohl schauen, was hinter der Sonnentür ist. Nein, können wir nicht, denn es ist erst morgen. Und noch nicht Tag. So. Jetzt sollten wir aber reinkommen können. Wir haben gerade eben uns ein bisschen Fallschaden zugefügt. Und... wow! Der ist geflogen. Okay, egal, wir gehen weiter. Und schauen, was hinter der Sonnentür ist. Welche große Wonne hinter der Sonne. Aha. Und... zack, zack. Ah, wir haben den Stuhl weggenommen. So, da sind wir wieder. Diesmal haben wir den Stuhl drinnen gelassen und es ist Tag. Das heißt, wir können jetzt hinter die Sonnentür schauen. Ein Tortenstück. Das könnte nützlich sein, wenn wir die ganzen Tortenstücke sammeln wollen. So, mal schauen. In den Schränken ist natürlich nichts. Naja, also ein Tortenstück ist ja auch schon irgendwie eine Wonne. Okay, das geht hoch. Okay, da komme ich nicht durch. Ah ja, das wäre ja wieder dieser Bildraum. Wir brauchen immer noch Gitarre und Mütze. Die Kiste nervt. Freedom! Okay, wie muss ich gehen? Ah, hier war das. Okay. Hier komme ich. Das ist Wasser dort an der Decke. Okay, das ist äußerst merkwürdig. Aber ich komme hier einfach nicht durch. Ich weiß auch nicht, was ich außer starken Armen dafür brauche, um da durchzukommen. Okay, ich platziere trotzdem nochmal Kisten und Stühle. So, jetzt kann ich auch im Grunde dann zurück, wenn ich das möchte. Okay, uns fehlen immer noch ein paar Sachen. Und zwar Gitarre und Mütze für das eine Rätsel und für vier Kuchenstücke für das andere. So, bis jetzt haben wir zwei Kuchenstücke schon mal gefunden. Uns fehlen aber noch zwei weitere. Das wieder an. Aus. Wo könnte der Nachbar seine Kuchenstücke versteckt haben? Hier nicht. Hier haben wir schon zwei. Uns fehlen noch zwei. Natürlich waren wir da nicht. Wir sind unsichtbar. Wir waren nie da. Okay. Schön. Komm gleich, weil alle Kameras wieder an sind. Am Ende macht er das auch. Und dann sind wir plötzlich erwischt. Hier sind keine Kuchenstücke. Weißt du, in der Küche könnte man ja am ehesten noch davon ausgehen. Aber nein, nirgendwo Kuchenstücke. Der Nachbar ist draußen, der macht sich jetzt wieder hierher auf dem Weg. Aber ich dachte doch nicht so rum. Ich habe mich doch wohl freigekämpft, oder?
Okay. Alarmanlagen sind wieder an, Fallen wieder gestellt. Klar, Nachbar, hast du verdient. So, Müll hat er auch kein Kuchenstück. Ich habe auch keins. Ich schau noch mal bei mir in der Küche. Nein, ich habe nur Tomatensaft. Weiß nicht, wie wir weiterkommen wollen, aber ich glaube, vor dem Problem stehen wir so gut wie immer hier in Hello Neighbor, dass ich keine Ahnung habe, wie es weiter. Tschüss. Ich bin nicht da. So, und wir gehen wieder hoch. Ich schau noch mal in den Raum hier mit dem ganzen Wasser. Da oben lag wirklich nur ein Buch. Hier unten ist halt auch nichts. Wenn hier doch wenigstens noch zwei Tortenstücke liegen würden, dann könnte ich mir vorstellen, was ich damit mache. So, hier habe ich noch so ein Megafon. Das kommt dahin. Okay, wir gehen nochmal hier hoch. So, hier klebt nach wie vor noch alles an der Wand. Okay, hier kamen wir auch schon mal hoch. Ich schau mal ganz oben nochmal auf dem Dach von dem Haus, ob da noch was ist. So, wie haben wir das hier gemacht? Hier so über die Seite und dann hier drauf. Mit einem Doppelsprung geht es natürlich deutlich einfacher. Okay, hier kamen wir ja nicht durch, obwohl es hier auch interessant aussieht. Ich schau noch mal hierher. Waren wir in dem Raum schon mal? Vielleicht mal reinschauen. Das kann man doch bestimmt werfen, ja. Ein Stuhl. Ja, ich habe sogar getroffen. Mensch, das war ein guter Schuss. Kann ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen. So, jetzt muss ich noch das richtige Fenster finden. Nein. Das war ein deutlich zu schlechter Sprung. So, wir gehen nochmal hier hoch. Und schauen mal, dass wir wieder da hochkommen. Ah, die Kameras sind ja an. Aus damit. Okay, ich muss mehr platzieren. Okay, so kommt man natürlich auch gut hoch. Die Richtung war's. Nachbar ist gerade unten. Und da war das Fenster, wo wir hin wollten. Ich sehe es schon kommen, das wird wieder so eine Sache, dass ich es nie schaffe. Nein, das probiere ich. Ich schaffe das. Oh, ein Spielzeuglaster war da. Okay, ich probier's nochmal.
Falle an meinem Fuß. Geh weg, entschwinde. So, und wir gehen wieder hoch. Und schauen mal, was in dem Raum ist. Am Ende war ich schon mal in dem Raum und wundere mich jetzt hier nur dumm und dusselig. Aber man kann ja nie wissen in dem Spiel, was man schon alles gesehen hat und was nicht. Okay, mit Anlauf, wenn ich... Ich hab doch einen Doppelsprung, wieso nutzt er den nicht? Okay, ich probiere jetzt mal an den Wasserhahn hier zu bekommen. Zu kommen. Ah ja, das war der Raum. Okay, da tut sich nichts. Doch. Ich hätte gerne das Rad. Das war ja schon mal sehr nützlich. Okay, was das mit den Hebeln sollte, habe ich auch noch nicht ganz rausgefunden. Ah ja, hier sind wir. Hier hin. Und wie gehe ich dann weiter? Hier lang? Hier kam ich auch nicht weiter. Das sieht so dumm aus, was hier alles drin steckt. Okay. Weg mit dir. Oh, oh, oh. Oh, was? Hätte nicht gedacht, dass mich das umbringt. Hätte ich nicht. Tschüssi. So, wir gehen nochmal hoch. Und jetzt gehe ich über die Mondtür und versuche mal mit dem... Jetzt sehe ich natürlich nichts, danke. Weil ich schau mal nach hier ganz oben. Nein, da ist immer noch Wasser drin. Ich gehe nochmal zu dieser Mondtür und versuche dann mit dem Zahnrad, was ich gerade gefunden habe, die Tür zu öffnen. Vielleicht geht es ja damit. Steht. Sag schon. Nein, das klappt nicht. Stuhl. Doch, das geht. Aha, eine Gitarre. Und wir können sogar eine Saite anschlagen. Okay, hey. Da war das Ganze ja doch nicht nutzlos. Wir haben nämlich die Gitarre gefunden. Jetzt fehlt uns nur noch die Mütze auf dem Bild hier. Die Gitarre steht hier drauf. So, jetzt fehlt uns noch die Mütze und die Taschenlampe. Okay, die Taschenlampe hatte ich auch noch nicht platziert. Okay, aber gut, eine Taschenlampe findet man schnell. An die Mütze erinnere ich mich gerade gar nicht. Eine einzelne Kamera in einem dunklen Raum. Hier ist auch keine Mütze. Die gute alte Mützenprüfung. Wo ist die Mütze? Und was hat das mit den Bildern zu tun? Nichts. Okay, ganz schön dunkel. Okay, ich denke, So, wir sind jetzt wieder bei unserem Haus. Ich denke, der Frage und der Suche nach der Mütze widmen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Runde gefallen. Ich glaube, wenn wir die Mütze haben, können wir da das Ding öffnen und dann irgendwie
die Keycard aus dem Kühlschrank holen und dann endlich in den Keller kommen. Ich hoffe, dann haben wir es endlich geschafft. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!